Warum habe ich eigentlich über 100 Hörbücher gemacht? Warum haben mir 20 nicht gereicht? Warum habe ich nicht 200, 300 Hörbücher gemacht? Die Frage werde ich in diesem Video einmal beantworten. Als ich damals, 2018, mein Abitur gemacht habe, da habe ich als Sprecher schon so ein paar hundert Euro verdient. Ich glaube, es waren so 300 Euro. Das heißt, ich habe Ende 2017, im November, Oktober rum oder so, habe ich mein erstes Hörbuch rausgebracht. Und das war ein Beziehungsratgeber für Frauen. Also Ladies, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Auf jeden Fall, Spaß beiseite. Ich habe danach ganz, ganz viele Hörbücher noch gemacht. Und da war es so, dass mir egal war, ob die sich krass verkaufen. Ich wollte einfach nur Erfahrungen sammeln. Als ich dann meine ersten 10, 15 Hörbücher, sagen wir 10 gemacht habe, da habe ich gemerkt, okay, es verkauft sich, ich verdiene Geld damit. Und habe dann ein paar hundert Euro damit gemacht. Aber ich will mehr verdienen. Ja, klingt plump, war es auch, ist es auch, ne? Hat aber auch funktioniert, die Denkweise. Ich habe also immer mehr Hörbücher gemacht. Ende 2018 hatte ich dann knapp 30 Hörbücher gemacht. Verdient habe ich sowohl mit Royalty Share, also mit Anteilen an Hörbüchern, als auch mit Voice-Overn knapp 4.000 Euro ungefähr. 3.000, 4.000, ich weiß es nicht mehr genau. So, und als ich damals, das war Mitte 2018, die ersten 1.000 Euro im Monat verdient habe, da kam mir ein Gedanke. Und der Gedanke war, und da habe ich halt dann angefangen groß zu träumen, hey, stell dir mal vor, du könntest 10.000 im Monat verdienen. Und der Gedanke war für mich echt krass, weswegen ich dann erstmal gar nicht mehr so großartig weiter drüber nachgedacht habe, sondern ja, einfach überlegt habe, hey, bleib mal auf dem Boden und ey und so weiter. Ne? Aber die 10.000 habe ich dann nicht losgelassen. Und jedenfalls hatte ich 10 Hörbücher draußen und 10 war zweistellig und irgendwann habe ich mir selber gesagt, hey, wie wäre es eigentlich, wenn wir da nochmal eine 0 dranhängen, dann sollte ich ja wohl auf die 10.000 kommen. Das war mein Gedanke. Ja, und ich habe die 10.000 ja auch übersprungen. Also ich habe alleine mit Hörbuchanteilen knappe 15.000 im Monat verdient. Dollar, nicht Euro und auch nicht ganz 15.000. Ich meine, es waren so 14.800 Dollar. Das waren in Euro damals 13.000 Euro ungefähr. Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Googelt gerne, wie 2019, als ich es geschafft habe, der Dollar- und Euro-Kurs war und rechnet 15.000 in Euro um. Jedenfalls, das Ziel war dann gesetzt, 100 Hörbücher. Und klar habe ich mich darauf fokussiert, gute Hörbücher zu machen. Nicht nur eine Qualität, sondern auch, dass die Bücher mir auch was bringen und ich nicht nur 100 mache, die Schrott sind, sondern 100 Stück, die gut sind, wo ich auch Geld damit eben verdienen kann. Ja, und dann hat sich das eben so entwickelt. Ja? Ich habe dann jeden Auftrag angenommen, der gut war und ich habe produziert ohne Ende. Das darf man nicht vergessen, ja? Dass es für mich überhaupt nicht anstrengend war. Natürlich, zu einem gewissen Grad schon. Ja, wie für jeden wahrscheinlich. Also ich bin morgens um 8, 9 Uhr aufgestanden, habe eine Stunde gelesen, Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung und so und habe danach dann den ganzen Tag aufgenommen, geschnitten und so weiter. Und das ging dann teilweise bis in die Nacht, also wirklich bis 2 Uhr mindestens, also mindestens bis um 1, maximal bis um 4. Dann bin ich pennen gegangen und habe den ganzen Tag weitergemacht. Das ging so von Mitte 2018 bis Ende 2018. Ja? Und 2019 natürlich auch, aber halt nicht mehr bis mitten in die Nacht. Weil da konnte ich schon selbstständig davon leben und dann habe ich gesagt, okay, ich baller jetzt die Hörbücher durch, aber ich werde jetzt nicht mehr bis 4 Uhr morgens da hocken. Trotzdem war ich lange im Studio. Es waren wirklich dann schon teilweise bis 1 Uhr oder so. Aber ich fand es schön, weil es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte mein eigenes Zimmer, wo ich ein Studio draus gemacht hatte bei mir in der Wohnung. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe Geld damit verdient und hatte meinen Namen bei Audible. Ja? Natürlich hat nicht jedes Hörbuch von mir ultra krass performt. Ein weiterer Grund, warum ich 100 Hörbücher gemacht habe. Weil ich wusste, die werden nicht alle laufen wie, keine Ahnung was, die werden nicht alle laufen wie Usain Bolt, sondern die werden teilweise halt auch nicht so geil performen. Und das ist nämlich der Grund. Man darf nicht annehmen, hey, auch nicht bei uns jetzt, hey, ich mache eine Sprecherausbildung und auf einmal läuft's. Die Sprecherausbildung bei uns erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Ja, es sorgt nicht dafür, dass du automatisch erfolgreich wirst und hey, komm in die Sprecherausbildung, du machst Kohle ohne Ende. So ist es nicht, ja, sondern wenn du Sprecher werden willst, ich liebe diesen Job. Und deswegen habe ich eine Sprecherausbildung daraus gemacht, die echt geil ist. Ich habe letztens zu meinen Mitarbeitern gesagt, aus meinem Team, zu der Chiara Volland, die selber die Sprecherausbildung bei mir gemacht hat und in der 5. Klasse mit mir zur Schule gegangen ist, ich habe zu ihr gesagt, Alter, hätte ich diese Ausbildung damals gehabt, das wäre mein Sprungbrett gewesen. Und das ist auch mein Anspruch daran. Wie auch immer, 100 Hörbücher, nicht ohne Grund. Ich wusste, nicht jedes wird laufen. Ich wollte viele machen und 100 ist eine geile Zahl. Ich sage das auch nicht ohne Grund so oft. Hey, ich habe 100 Hörbücher gemacht,
weil es mich einfach happy macht und weil ich stolz drauf bin und weil ich natürlich auch sehr viel Geld damit verdient habe und immer noch tue. Und du das auch kannst, theoretisch, ja, wenn du die Hörbücher machst, wenn du dich hinsetzt, ja. Und wenn du Lust drauf hast zu lernen, was du hier Richtiges tun kannst, damit das eben auch entsprechend funktioniert und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du in dem Bereich erfolgreich wirst, dann geh jetzt auf www.goldenvoiceacademy.de und trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören und wünsche dir ganz viel Spaß beim Ansehen weiterer Videos. Bis dann.